Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 6 der germanischen Mythologie. Und in dieser Folge geht es um Loki, den listigen und verschlagenen Gott, der wohl auch eine der bekanntesten Figuren aus der nordischen Mythologie darstellt. Trotz Lokis sehr bekannter Stellung in den nordischen Sagen ist seine Rolle als Gott nicht einfach zu erklären. Er scheint keine echte Aufgabe oder Zuständigkeit als Gott zu haben. Meistens wird er daher nach seinem Verhalten als sogenannter Trickster-God bezeichnet. Solche Figuren zeichnen sich meistens durch ihre Schlauheit und Hinterlistigkeit aus und bringen durch ihre Taten Unordnung und Chaos in die Welt. Dies kann sowohl negative wie auch positive Folgen haben, was auch stark auf Loki zutrifft, der eine sehr zwielichtige Gestalt unter den germanischen Göttern darstellt und zwischen Gut und Böse schwankt. Letztlich aber tendiert Loki wohl doch eher zum Bösen. Dadurch entspricht er auch nicht ganz einem typischen Trickster-God, welche meistens trotz ihres Hangs zu List, Streichen und Chaos doch eher gute Figuren darstellen. Zudem werden auf solche Trickster-Gods oft wichtige Erfindungen, Kulturgüter und Traditionen eines Volkes zurückgeführt. Dies ist auch bei Loki der Fall, der unter anderem als der Erfinder des Fischernetzes gilt. Aber kommen wir zunächst zu Lokis Rolle in der Mythologie. Eigenschaften, die Loki als Gott wohl besonders auszeichnen, sind seine scharfe Zunge, seine Redegewandtheit, seine Schlauheit und seine häufigen Verwandlungen in andere Wesen und Gestalten. Loki ist sehr eng mit den Asen verbunden und wird üblicherweise mit den Asen genannt. Er ist mit der Asin Sigyn verheiratet und mit Odin hat er eine Blutsbruderschaft geschlossen. Wann oder warum diese Bruderschaft zwischen Loki und Odin geschlossen wurde, ist aber unbekannt und keine der noch erhaltenen Geschichten erzählt davon. Ein gänzlich anderes Verhältnis hat Loki dagegen zu dem Gott Heimdall, der als Erzfeind von Loki gilt. Auch hat Loki keine eigene Halle in Asgard und trotz seiner sehr starken Verbindung zu den Asen steht er etwas abseits zu den anderen Göttern. Nicht zuletzt nennt ihn die Edda auch als Sohn des Riesen Farbauti. Und es werden in der Edda zwei Brüder von Loki genannt, Baelister und Helblindi. In den verschiedenen nordischen Sagen taucht Loki nun sehr häufig auf und spielt eine bedeutende Rolle in der Mythologie. Wie es aber eben seinem Charakter zwischen Gut und Böse entspricht, schwanken auch seine Auftritte zwischen solchen, in denen er den Göttern durch seine Klugheit und sein Geschick hilft, solchen, in denen er den Göttern Probleme bereitet, aber dann auch wieder hilft, diese zu lösen, und solchen Ereignissen, in denen Loki absichtlich Schaden anrichtet und böse ist. Ein Beispiel für Lokis Hilfe kennen wir auch bereits mit der Geschichte vom Bau von Asgard, in der Loki sich in eine Stute verwandelt und den Hengst des Baumeisters von der Arbeit ablenkt. So rettet Loki die Götter davor, dem Riesenbaumeister Sonne, Mond und Freya als Bezahlung geben zu müssen. Bei diesem Ereignis wurde auch Lokis Sohn Sleipnir gezeugt, der zum Ross von Odin wurde. Sleipnir ist unter Lokis Kindern auch insofern einzigartig, da Loki nicht der Vater, sondern seine Mutter ist, da er sich zu dieser Zeit ja in eine Stute verwandelt hatte. Auch während Thors Reise zu Utgard-Loki stellt Loki einen Begleiter von Thor dar und fällt nicht wirklich negativ auf und stellt sich zusammen mit Thor den Aufgaben des Riesen. Besonders hilfreich war Loki auch bei der Heimholung von Thors Hammer. Als Mjölnir durch einen Riesen gestohlen worden war und Thor in Verkleidung zu diesem Riesen gehen musste, begleitete ihn Loki ebenfalls in Verkleidung. Mehrfach wäre Thors Tarnung dabei beinahe aufgeflogen, doch jedes Mal rettete ihn Loki und konnte sich aus der Situation herausreden. So konnte Thor zu einem großen Teil dank Loki seine mächtige Waffe von den Riesen zurückerlangen. In den meisten Geschichten richtet Loki jedoch Schaden an, wobei er aber diesen manchmal auch wieder gut macht. Oder seine Taten führen letztlich zu etwas Gutem. Manche seiner Taten gleichen dabei einfachen Streichen, während andere ernste Gefahren darstellen. Ein Beispiel wäre hier die Schöpfung der mächtigen Waffen der Götter. So schnitt Loki eines Nachts die berühmten und wunderschönen Haare von Sif, der Frau von Thor, ab. Als Thor herausfand, dass es Loki gewesen war, der Sif die Haare geschoren hatte, drohte er ihm, alle Knochen zu brechen, wenn er seinen Streich nicht wieder gut machen würde. Von dieser Drohung getrieben ging Loki zu den Zwergen, die als Ivaldis Söhne bekannt waren, und beauftragte diese, neue Haare aus Gold für Sif zu machen, die ebenso wachsen würden wie normale Haare. Zudem ließ Loki bei den Zwergen auch Odins Speer Gungnir und Freys magisches Schiff Skidbladnir für die Götter machen. Loki begann aber daraufhin mit den Schätzen, die er den Göttern verschafft hatte, anzugeben. So behauptete er, dass niemand anders in der Welt so große Schätze finden könnte wie er. Und er ging so weit, dass er mit dem Zwerg Brock um seinen eigenen Kopf wettete, dass dieser keine ebenso guten Schätze machen könnte.
Brock und sein Bruder Sindri machten sich daraufhin an die Arbeit und erschufen Odins Zauberring Draupnir, Freys goldenen Eber Gullinborsti und schließlich Thors mächtigen Hammer Mjölnir. Loki versuchte natürlich die Arbeit der Zwerge zu stören, um so seine Wette zu gewinnen. Und bei Thors Hammer schaffte er es auch. Er verwandelte sich in eine Mücke und stach die Zwerge in die Augen, sodass der Hammer falsche Proportionen erhielt. Trotz des Fehlers war Mjölnir aber die mächtigste Waffe, die es unter den Göttern gab. Und so hatte Brock die Wette gewonnen. Und nun wollte er Loki den Kopf abschlagen, da dieser ja um seinen Kopf gewettet hatte. Auch hier konnte sich Loki einmal mehr herausreden und wurde nicht enthauptet. Aber dennoch bekam er für das Verlieren der Wette eine Strafe. Brock nahm ein Stück Draht und nähte Loki damit den Mund zu. Auf diese Geschichte gibt es auch einen archäologischen Hinweis, mit einem Steinbild, das Loki mit zugenähtem Mund zeigt. Weit größeren Schaden richtete Loki für die Götter aber an, als er für den Raub von Idun mitverantwortlich war. Ohne die Göttin der Jugend und ihre magischen Äpfel begannen auch die Götter zu altern und drohten bald sogar zu sterben. Hier machte Loki seine Tat, die fast den Tod der Götter verursacht hätte, aber auch wieder gut und rettete Idun aus der Gefangenschaft des Riesen Thiazi. In Gestalt eines Vogels drang Loki in die Burg des Riesen ein, wo er dann Idun in eine Nuss verwandelte, damit er sie leicht als Vogel davontragen konnte. Thiazi nahm natürlich die Verfolgung von Loki auf und flog diesem in Gestalt eines Adlers bis nach Asgard nach, wo er aber von den Asen getötet wurde. Daraufhin kam Skadi, die Tochter des Riesen, zu den Asen und verlangte Wiedergutmachung für den Tod ihres Vaters. Auch hier ist Loki den Göttern behilflich, denn eine der Forderungen von Skadi ist es, dass die Götter sie zum Lachen bringen müssen. Und wer könnte das besser als Loki? Für Skadi führte Loki dann ein mehr als sonderbares Schauspiel auf, indem er einer Ziege ein Seil um den Bart band und sich das andere Ende selbst zwischen die Beine band. Die Ziege, der das wohl überhaupt nicht gefiel, zog natürlich an dem Seil, was Loki große Schmerzen bereitete und Skadi so zum Lachen brachte. Eine weitere schlechte Tat von Loki war dann sein Versuch, die Brisingamen zu stehlen, Freyas größten Schatz. Hier zeigt sich auch seine Feindschaft mit Heimdall, denn dieses Mal ist es sein Erzfeind Heimdall, der ihn aufhält. Auf seiner Flucht verwandelt sich Loki in einen Seehund und geht ins Meer. Allerdings kann ihm Heimdall durchs Wasser folgen und beide bekämpfen sich in Form von Seehunden, bis Loki schließlich unterliegt. So konnte Heimdall auch die Brisingamen vor Loki retten und diesen in die Schranken weisen. Lokis mit Abstand schlimmste Tat aber, gegen die auch alle anderen eher wie Streiche wirken, war sein Mord an Balder, dem Gott des Lichts und des Guten. Mit dieser Tat festigte Loki auch seine Position auf der Seite des Bösen. Der schlaue Loki ging aber auch bei diesem Mord natürlich sehr geschickt vor. Zunächst stand er vor dem Problem, dass Balder unverwundbar war. Keine Waffe und nichts auf der Welt konnte ihn verletzen, außer einer Sache. Balders einzige Schwachstelle waren Mistelzweige. Da Balder aber ansonsten nicht verletzt werden konnte, war es bald ein beliebtes Spiel unter den Göttern, Waffen auf ihn zu werfen. Pfeile, Speere, Schwerter, Messer und Äxte schleuderte man auf ihn, die natürlich alle ohne Wirkung waren, weshalb alle, auch Balder, großen Spaß an der Sache hatten. Nur Balders blinder Bruder Hönir konnte nicht am Spiel teilhaben, da er durch seine Blindheit weder werfen noch gut schießen konnte. Und so kam Loki scheinbar aus Mitleid zu ihm und wollte ihm helfen, auch einmal auf seinen Bruder schießen zu können. Er gab Hönir einen Pfeil und einen Bogen und richtete seinen Arm auf Balder aus. Und als Hönir schoss, traf der Pfeil Balder und tötete ihn. Loki hatte Hönir einen Pfeil aus Mistel gegeben und so Balders Tod herbeigeführt. Da aber Hönir geschossen hatte, kam Loki sogar noch mit dem Mord davon. Und damit noch nicht genug. Die Götter wollten Balder natürlich nicht sterben lassen und baten Hel, die Göttin des Totenreichs, Balder wieder aus der Unterwelt freizulassen. Hel war auch bereit, dies zu tun, unter einer Bedingung. Alles in der Welt sollte um Balder weinen. Dann wäre er wieder frei. Und hier vervollständigte Loki seine Tat. Er verwandelte sich in die Riesin Thök und in dieser Gestalt weigerte er sich als einziges auf der Welt, um Balder zu weinen. So musste Balder dank Loki in der Unterwelt bleiben. Und noch immer wussten die Asen nicht, dass Loki für den Tod des Lichtgottes verantwortlich war. Schließlich machte Loki aber doch einen Fehler. Während einer Feier beim Meeresriesen Ægir begannen die anderen Götter zu beschimpfen.
Während Lokis Spottrede, der Loka-Senna, gab er schließlich damit an, dass wegen ihm Odin und Frigg ihren liebsten Sohn nie wiedersehen würden. Damit hatte er sich selbst verraten und die Götter erkannten seine Schuld am Tod von Balder. Loki versuchte ihnen noch zu entkommen und versteckte sich als Fisch unter einem Wasserfall. Doch die Götter fingen ihn mit dem Fischernetz ein, das Loki zuvor noch selbst erfunden hatte und das ihm so zum Verhängnis wurde. So wurde Loki gefangen genommen und die Götter töteten seinen Sohn Narfi und mit dessen Eingeweiden banden sie Loki an einem Felsen fest. Skadi nahm dann eine hochgiftige Schlange und hing sie über Loki auf, sodass ihr Gift in sein Gesicht tropfte und dieses verätzte. So gefesselt und gefoltert ließen ihn die Asen zurück und nur seine Frau Sigyn blieb ihm treu. Sie blieb bei ihm und fing das Gift der Schlange in einer Schale auf. Doch wann immer die Schale voll ist und sie diese ausleeren muss, tropft das Gift der Schlange wieder in Lokis Gesicht und bereitet ihm große Schmerzen. Seine Schreie und sein Winden am Felsen unter dem Gift der Schlange sind für uns als Erdbeben bekannt. Mit dieser Strafe ist Loki bis zum Ende der Welt bedacht. Und erst am Tag von Ragnarök, wenn alle Fesseln brechen, kommt auch er wieder frei und spielt seine letzte große Rolle. Am Weltenende steht Loki gegen die Götter. Er befehligt das Totenschiff Naglfar und segelt gegen die Asen und kämpft im Heer der Untoten und Ungeheuer gegen die Truppen von Asgard. Hier trifft er dann auch wieder auf seinen alten Feind Heimdall und die beiden bekämpfen sich gegenseitig bis in den Tod. So findet Loki durch die Hand von Heimdall sein Ende, verwundet seinerseits aber auch Heimdall tödlich. Eine große Rolle an Ragnarök und allgemein in der Mythologie haben auch einige von Lokis Kindern. Von diesen hat Loki insgesamt 6. Sein Sohn Sleipnir ist, wie wir wissen, Odins 8-beiniges Pferd und wurde von Loki selbst als Mutter zur Welt gebracht. Mit Sigyn hat er dann 2 Söhne namens Narfi und Vali, wobei aber auch oft der Name Nari auftaucht, was aber wohl ein anderer Name für Narfi zu sein scheint. Am interessantesten sind aber wohl die 3 Kinder, die Loki mit der Riesin Angerboda hatte. Diese 3 sind Fenrir, der große Wolf, Jörmungand, die Weltenschlange und seine Tochter Hel, die zur Göttin der Unterwelt wurde. Diese 3 sind zum Teil einige der größten Feinde der Götter und gelten daher ebenfalls als großes Übel, das Loki über die Welt brachte. Das große Rätsel bei Loki ist aber letzten Endes seine eigentliche Rolle in der Kultur der Germanen, denn diese ist bis heute unklar. Trotz seiner großen Rolle in der Mythologie, wo er in vielen Geschichten sowohl als Helfer wie auch als Feind der Götter auftritt, ist er ein Gott ohne Aufgabe. Auch gibt es weder in der Literatur noch über Archäologie oder Ortsnamen einen Hinweis darauf, dass Loki von den Germanen überhaupt verehrt wurde. Und wenn es einen Kult für Loki gab, so wissen wir nichts davon. Dennoch war Loki aber vermutlich nicht nur eine Erfindung der Skaldendichtung oder der Edda. Stattdessen geht man davon aus, dass Loki möglicherweise eine sehr lange Geschichte hat und schon auf sehr alte Vorstellungen der Germanen und möglicherweise sogar von indogermanischen Völkern zurückgeht. Ein häufiger Erklärungsversuch ist hier, Loki als einen alten Feuergott zu sehen, vor allem durch seine Namensähnlichkeit zu Wörtern für Feuer, wie etwa Logi oder Lohe. So wird er zum Teil auch als ein Feuerdieb gesehen, wie etwa Prometheus in der griechischen Mythologie. Diese Parallele bietet sich natürlich auch durch die ähnlich wirkende Bestrafung der beiden an. Wegen seiner Nähe zu Odin durch ihre Blutsbruderschaft wird Loki aber auch manchmal als Odins dunkle Seite gesehen, die mit Loki eine eigene Person erhalten hat. Recht einig ist man sich aber darüber, dass Loki starke Charakteristiken eines Trickster-Gods aufweist. So gibt es auch den Erklärungsversuch, dass Loki in der Vorstellung älterer Germanen ein viel positiverer Gott war. Ein erfinderischer und kluger Gott, der im schlimmsten Fall ein paar Streiche spielte und etwas Ärger machte. Dafür sprechen vor allem Lokis durchaus positive Auftritte als Freund und Helfer der Götter, sowie vor allem auch die Tatsache, dass die Schätze der Götter sowie die Erfindung des Fischernetzes auf ihn zurückgehen. So könnte Loki ursprünglich eine Doppelfunktion als erfinderischer Kulturgott und schlauer Betrüger gehabt haben. Diese verlor er dann mit der Zeit aber mehr und mehr, wodurch er mehr und mehr zu einer bösen Figur und letztlich zu einem Feind der Götter wurde. Am Ende bleibt die Sache aber unklar und wir haben bisher einfach noch keine echte und schlüssige Erklärung dafür gefunden, woher der Gott Loki stammte und wie er von den alten Germanen tatsächlich gesehen wurde. Fest steht aber, dass Loki eine vielschichtige Figur darstellt
und ein sehr interessanter Gott der Germanen ist. So blieb sein Name auch zum Beispiel über die Zeit in alten und volkstümlichen isländischen Sprichwörtern erhalten. So sagt man, wenn ein Faden besonders verworren und verknotet ist, dass da der Loki drin steckt. Und besonders heiße Sommertage wurden als Lokabrenner, Lokis Feuer, bezeichnet. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank an meine Patreons und tschüss YouTube und bis nächsten Mal bei der germanischen Mythologie.